Ja, servus Leute, herzlich willkommen erstmal zu diesem Video. Ihr seht heute mal nur mein Desktop und meine Stimme hört ihr. Ja, es war eine Zuschauerfrage bei Instagram und bei Facebook, wie ich denn dieses hübsche Bild da erstellt habe. Ist im Endeffekt eine sehr einfache Arbeit. Es dauert nicht mal 5 Minuten, ist so ein Bild erstellt, selbst wenn ihr das auch draußen schnell mal fotografiert. Ja, so, ich lege jetzt los. Ich habe die Software GIMP. Die habe ich jetzt aus Prinzip hier gewählt, weil jeder sich wahrscheinlich keine Adobe-Produkte leisten kann oder im Endeffekt jetzt kein Geld dafür ausgeben möchte. Ist die Alternative natürlich GIMP, funktioniert genauso wie Photoshop. So, jetzt holen wir uns erstmal die beiden Ausgangsbilder rein. Ich wähle die mal aus, einmal das mit der geöffneten Haube und dann noch das mit der geschlossenen Haube. So, ihr seht, das mit der geschlossenen Haube legt sich schon drüber, das soll es auch. So, bevor ihr das Bild jetzt erstellt, beziehungsweise bevor ihr das jetzt überhaupt fotografiert, müsst ihr davon ausgehen, dass ihr ja exakt die gleichen Bilder habt. Einmal mit Haube offen und einmal mit Haube geschlossen. Das heißt, ihr benötigt unter anderem ein Stativ. Habt ihr das nicht und ihr wollt auch kein Geld ausgeben für ein Stativ jetzt oder ihr könnt euch keins leihen oder so weiter und so fort, holt euch eine zweite Person, ihr stellt euch vors Auto, ermittelt euch eine gewisse Position, bleibt so stehen, dann soll der eine euch die Haube öffnen und wieder schließen. Und dann habt ihr auch die beiden Bilder. So, das dazu. Und jetzt müssen wir erstmal das Bild bearbeiten, dass das dann so ausschaut, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Hier oben haben wir jetzt die Ebene schon drüber, also das mit der geschlossenen Haube ist ja oben drüber. Da gehen wir jetzt rechtsklick, Ebene, Alpha-Kanal hinzufügen, nochmal drauf, Ebenenmaske hinzufügen, hinzufügen. So, wenn ihr das getan habt, wählt ihr hier hüben beim Werkzeug den Radiergummi aus, könnt ihr auch mit Steuerung E machen. Dann hier die Deckkraft, das müsst ihr dann selber entscheiden, wie stark ihr das haben wollt. Hier die Größe des Pinsels oder beziehungsweise des Radiergummis. So, und jetzt können wir eigentlich schon loslegen. Und mit linker gedrückter Maustaste könnt ihr jetzt da über das Bild drüber fahren und könnt den Pinsel auch oder das Radiergummi-Werkzeug kleiner machen, wenn ihr feiner arbeiten wollt, aber ich habe eine ruhige Hand, es geht schon gerade so. So, und ich habe jetzt nicht die volle Deckkraft gewählt, weil ich möchte das so ausschauen lassen, dass die Haube im Endeffekt geschlossen ist und einfach nur einen leichten transparenten Touch hat, dass das durchschimmert. So, man könnte jetzt noch ein bisschen fein arbeiten, gestalten und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, das kann man jetzt schon so lassen. Und jetzt sieht es nämlich so aus, wie ihr das dann ja auch bei Facebook und Instagram gesehen habt. Dann könnt ihr das Bild natürlich ganz normal hier oben über Datei speichern unter oder speichern, abspeichern. Und ja, ihr könnt es dann bei euch auf die sozialen Netzwerke hochladen oder wie auch immer für euch privat behalten. Ich würde sagen, das war jetzt meine Erklärung dazu, wie ich das Bild erstellt habe. Ich hoffe, ja, das Video war etwas informationsreich für euch. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt was und ich wünsche euch auch noch viel Spaß beim Nachmachen dieses Bildes. Und ja, hier an der Seite findet ihr meine ja, vorigen Videos, hier mein Hauptkanal und jetzt hier dieser Kanal, hier der Abonnier-Button. Ich wünsche euch was. Servus Leute, bis zum nächsten Video.